Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, die Sie heute alle hier da sind, zu unserem Ehrentag, zu unserer ersten Fahrt nach 33 Jahren. Seither stand das Rad jetzt still und heute hat sich's wieder drehen, ganz offiziell. Ja, und wer gehört dazu? Es gehören die Leute dazu. Ja, alle die mitgeholfen haben. Wenn alle die nicht wären, dann wäre der Jagdstahlbahn schon längst vorbei. Dann wird nach der Jagdstahlbahn niemand mehr kriegen. Und das ist für mich das Wichtigste. Die Leute, die da dahinter stehen und alle mitgeholfen haben. Und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken dafür. Wir, die Jagdstahlbahn-Freunde, wünschen uns nichts mehr als die Unterstützung der Anliegergemeinden hier im Tal. Lassen Sie uns dieses Kleinod behüten und zum gemeinsamen Nutzen für alle die Zukunft der Jagdstahlbahn gestalten. 1989 wurde der Bahnbetrieb eingestellt. Über 30 Jahre später stehen wir heute vor einem historischen Moment, nämlich die Wiederinbetriebnahme genau dieses Bahnes. Und da hängen Emotionen dran bei vielen. Dazu muss man halt wissen, wie viel ehrenamtliche Arbeit auch in diesem Projekt steckt. Das sehen wir als Gemeinde Dörzbach deutlich, aber auch, sagen wir, die Menschen außerhalb, die das jetzt hören, die können das gar nicht glauben, die müssen mal herkommen, müssen mal samstags schauen, wie die Ehrenamtlichen hier Tag ein, Tag aus, Wochenende für Wochenende von überall herströmen und an diesem Projekt Jagdstahlbahn, Wiederinbetriebnahme der Jagdstahlbahn arbeiten. Und man sieht es jetzt auch an den Waggons, ist alles in ehrenamtlicher Arbeit entstanden. Und dazu nochmal mein herzliches Dankeschön und Applaus für die Menschen, die sich einsetzen. Da war meine Überlegung, vielleicht kann man diese Strecke umstellen auf eine Straßenbahn. Es gibt eine Möglichkeit, wo ein Museumsbahn fahren kann und auch eine Straßenbahn fahren kann. Und das wollen wir angehen. Wir wollen schauen, dass diese Strecke nicht entwidmet wird. Wir wollen schauen, dass ein Zukunftsprojekt realisiert werden kann. Und wir wollen schauen, dass die vielen Menschen hier, die mit vielem Herzblut das Projekt vorangebracht haben, dass sie weiterhin motiviert bleiben dürfen. Also ich bedanke mich herzlich und wünsche euch viel Kraft für die Zukunft, dass wir gemeinsam das Projekt gemeinsam entstehen lassen. Dankeschön. Ich wünsche dem Herrn Strom mit seiner Mannschaft, die ich immer bewundere, wenn die am Samstag schaffen, können wir von weit her, war die Bahn fahrtüchtig und die bewundere ich und ich stehe voll hinter ihnen. Bin jetzt auch Mitglied geworden und kaufe auch einen Meter Gleis, der gehört an mir. Also wenn jemand so einen Gleismeter kauft, dann gibt es da so eine Urkunde. Der Volker hat es in der Hand. Zeig das mal, klappt das mal auf. Und da wollen wir jetzt diese erste Gleismeter, die gezeichnet worden sind, die wollen wir jetzt überreichen. Und unser erster Spender, der hier am Bahnhof auftaucht ist, komm mal vor dahinter, da steht da, bisschen Hintergrund, der Roland Volk. Da werden wir nachher vorbeifahren. Er wohnt da vorne an der Strecke. Und er hat die ersten Meter gezeichnet und hier wollen wir jetzt heute deine Urkunde überreichen. Vor 20 Jahren habe ich etwas geborgen und habe immer gesagt, für mich privat, wenn die Bahn wieder in Betrieb kommt, dann gebe ich es wieder zurück. Und das habe ich wirklich 1000 Schrott geborgen. Das war an ein paar Wege. Das Dörzbacher Schild, das geht wieder zurück an die Bahn. Bitte schön. Also das ist putzt und poliert und glänzt.
weiter so. Schneid. Oh ja. Oh. Dankeschön. Ja, danke und jetzt bitte so langsam einsteigen. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.